Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Sir Lector vom Team Genetsu und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Manga-Erstsendung. Und zwar soll sich heute alles um den Manga Du riechst so gut drehen. Und bevor jetzt einige schon abschauen, weil sie denken, okay, irgendein Kackfetisch-Manga oder irgendein Groschenroman-mäßigen Manga. Nein, hier haben wir tatsächlich eine der besten Romance-Manga seit langem. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt jetzt mal kurz dran, denn ich erkläre euch jetzt erstmal, worum es sich in Du riechst so gut überhaupt dreht. Im Mittelpunkt steht Asako, eine Frau, die seit ihrer Kindheit oft gehänselt wurde, da sie ein großes Problem hat. Und zwar, sie schwitzt übertriebenst viel und hat dementsprechend auch viele Komplexe entwickelt. Doch glücklicherweise kann sie inzwischen für die Firma, die ihr halt viel Leid erspart hat, arbeiten. Sprich, eine Firma, die halt Deodorant und Ähnliches herstellt. Und ja, sie mag ihren Job durchaus, sie hat zwar nach wie vor ihre Komplexe, aber sie liebt es einfach für diese Firma zu arbeiten. Doch an eines Tages, als sie gerade die neuen Produkte bewundert, riecht plötzlich irgend so ein Typ an ihr. Und natürlich, jede Frau wird wahrscheinlich einen Schreck kriegen, sie läuft natürlich erstmal weg. Stellt sich jedoch heraus, dieser Typ ist kein irgendwer, sondern Natori. Der Typ, der so ziemlich sämtliche der beliebten Produkte entwickelt hat. Und ja, er hat sich in den Geruch von Asako verliebt und in ihr so ziemlich seine Muse gefunden. Und ja, man muss sagen, Natori wirkt am Anfang ein bisschen creepy und das klingt, so wie ich das jetzt auch beschreibe, ein bisschen okay. Aber man merkt relativ schnell, er ist halt einfach sehr exzentrisch. Damit will ich nicht unbedingt sagen, dass wir das am Anfang angeht, unbedingt so 100% super duper ist. Nein, aber trotzdem, er ist an sich ein sehr gut geschriebener Charakter und auch vor allem sympathisch. Und vor allem, das ist nämlich das, warum ich sage, dass Du riechst so gut einer der besten Manga seit langem ist. Er lässt nichts anbrennen. Also wir haben genug Romance-Manga in letzter Zeit gehabt, wo es ja, irgendwie, ja, ich stehe zwar auf sie, ja, aber dann, keine Ahnung, vergehen Bände und es passiert nichts. Nein, hier geht's direkt zur Sache. Also, das ist halt auch ein Seinen-Romance-Manga, sprich, hier geht's auch ums Thema Sex. Und ja, ihr werdet keine 20, 30 Bände brauchen, bis die mal zusammenkommen. Und allein dafür fand ich Natori schon im ersten Mal richtig gut. Einfach, ja, er lässt halt nichts anbrennen. Und dazu, Natori, my man, endlich mal jemand mit ein Geruchsgenießer, sollten wir eher sagen. Weil, ja, ganz ehrlich, in letzter Zeit wurden so viele Fetische behandelt und als, ja, vollkommen okay dargestellt. Und jetzt endlich mal ein Geruchsfetisch, ja, so muss das. Also allein dafür, Natori, my man. Und dann aber auch Asako. Asako ist halt ein Charakter, muss man sagen. Ja, man merkt halt schon, sie ist halt so ein bisschen, sie ist halt sehr unsicher. Allerdings ist es nicht so dieses typische Unsichere bei Female Characters, sondern man glaubt sie halt einfach wegen ihrem Komplex. Und ich finde auch, sie hat durchaus viele Momente, auch im ersten Band jetzt schon, wo ich mir gedacht habe, hey, die ist ja eigentlich ganz, ja, die ist so eigentlich ganz knuffig, doch. Und ich finde einfach auch ihre Synergie mit Natori irgendwie süß. Und ja, dieser Manga ist zum einen sehr erwachsen und gleichzeitig auch irgendwie sehr schön unschuldig. Also, es ist schwer zu beschreiben, aber ich sag mal so, gerade Natori zum Beispiel bringt so ein bisschen das Erwachsene rein, währenddessen Asako so ein bisschen das Unschuldige reinbringt. Man hat so ein bisschen eine Mischung aus beiden Welten und ich feiere es. Ich feiere es übelst. Ich liebe die beiden jetzt schon nach dem ersten Band. Und ich bin ehrlich, ich hatte diesen Manga schon lange auf dem Schirm, lange vor der deutschen Lizenzierung. Ich hatte immer mal wieder so überlegt, ah, soll ich mir die englische Ausgabe holen? Hab zum Glück gewartet und jetzt haben wir hier eine deutsche Ausgabe im Großformat. Und da muss man sagen, das Großformat kommt hier auch gut zur Geltung, weil der Artstyle mag nicht unbedingt revolutionär sein. Nein, um Gottes Willen, nein. Aber ich finde, er passt einfach zu dieser Manga-Reihe sehr, sehr gut hinzu. Und dann halt, ja, könnte ich was kritisieren. Höchstens vielleicht, dass Natori durchaus am Anfang, wie schon eben erwähnt, ein bisschen creepy rüberkommt. Aber ja, selbst das kann man halt noch weitestgehend wirklich verkraften. Und ganz ehrlich, als Fazit, Du riechst so gut. Hat zwar einen unfassbar beschissenen Titel, da ist der englische mit Sweat and Soap deutlich besser, aber heilige Scheiße, so einen guten Romance-Manga habe ich schon lange nicht mehr gelesen und ich setze hier sehr, sehr viel drauf. Band 1 kriegt von mir ohne Scheiß eine 10 von 10 und ich empfehle ihn jedem,
der einfach diese ganzen Romance-Manga satt hat, wo einfach nichts passiert. Also wirklich, wie viele Shoujo-Manga allein oder Shonen-Manga hat man, wo es ja, halt wirklich Bände braucht, bis die mal überhaupt sich eingestehen, dass sie aufeinander stehen. Das ist hier gar nicht. All das, was sonst Bände, vielleicht sogar teilweise eine ganze Reihe braucht, passiert hier im ersten Band. Und die Reihe ist auch nicht gerade kurz. Sie hat 11 Bände, also ist in 11 Bänden abgeschlossen. Sprich, hier erwartet uns eine wirklich schön geschriebene Romance-Story, die sich eben um ein Paar dreht und nicht eben um, ja, zwei Leute, die verliebt sind, aber es sich nicht eingestehen wollen. Dementsprechend, du riechst so gut, ganz klare Leseempfehlung. Also wenn ihr dieses Jahr einen Romance-Manga lesen solltet, würde ich schon fast sagen, den hier. Also wirklich 10 von 10. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Habt ihr Du riechst so gut schon gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn oder werdet ihr ihn euch noch holen? Sagt von mir ganz klare Empfehlung. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, aber kostet nichts, zumindest soll es nichts kosten. Irgendwas bezahlt man, irgendwas gewaltig falsch. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder rein, wenn es um Hyperventilation sich dreht. Und ja, ich würde sagen, außer Dank fürs Zusehen und ciao!